mein Name ist Stoffe und im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie wir mit Hilfe des Lasercutters und einem speziellen Stempelgummi einen Stempel gravieren und schneiden können, den wir dann hier in diesen kleinen Stempelautomaten einbauen werden. Bevor wir anfangen mit dem Lasercutter, werden wir allerdings am Computer die Datei digital aufarbeiten, dass wir sie dann zum Lasercutter schicken können. Jetzt starten wir CorelDRAW, um unsere Datei vorzubereiten, damit wir sie dann schneiden können. Wir machen unsere Datei auf. Wir müssen jetzt noch überprüfen, ob unsere Grafik, die wir uns ausgesucht haben, auf den Stempel passt. Das heißt, wir markieren einfach unseren ganzen Bereich, sehen in CorelDRAW, dass diese Datei im Moment 55 mm breit ist und 22 mm hoch ist. Unser Stempel hat eine Größe von 47 x 18 mm. Das heißt, wir können hier oben direkt die Größe eingeben und er skaliert es dann hinunter. Es gibt hier auch ein kleines Symbol eines Vorhangschlosses. Wenn wir das aktivieren, dann verkleinert das proportional, also dass wir hier keine Verzerrungen haben. Das heißt, ich gebe jetzt bei der Breite die 47 mm ein und er reduziert es auf die Größe von 18,8 mm. Geht sich nicht aus. Das heißt, wir müssen einen umgekehrten Weg machen. 18 mm hoch und es ist jetzt dann 44 mm breit. Wenn wir das jetzt die Datei haben, kontrollieren wir noch einmal, ob die Farbe und die Strichstärke passt. Schneiden brauchen wir Rot und H-Linie und gravieren Schwarz. Wenn ich jetzt die Schnittlinie markiere, habe ich rechts unten im Bild den Farbwert RGB Rot 255 00. Das heißt, wir haben rein Rot. Doppelklick auf das Stiftsymbol kommt das Kontextmenü mit dem Umrissstift. Und da kann ich jetzt noch einmal kontrollieren, ob es auf H-Linie gestellt ist. Das gleiche mache ich mit unserem Schriftzug. Da habe ich jetzt hier rechts unten keinen Umrissstift und keine Umrissfarbe, aber Füllfarbe ist auf Schwarz gestellt. Das passt soweit. Das heißt, ich markiere jetzt das ganze Projekt wieder, gehe wieder ins Dateimenü Drucken. Ja, wir sind jetzt im Druckermenü. Drawdeck Engrave ist schon ausgewählt. Wir gehen jetzt weiter in die Grundeinstellungen. Hier haben wir ganz oben wieder unsere Materialgröße. Der Stempelgummi hat A4 Größe. Das heißt, wir können hier gleich A4 Portrait auswählen. Nicht A3, sondern A4 auswählen. Beim Material, es gibt schon eine erprobte Stempeleinstellung. Das heißt, wir haben im Übermenü Happy Lab und Untermenü können wir Stempelgummi auswählen. Bei den Prozessoptionen müssen wir noch auf Stempel umstellen. Der Stempelprozess macht zwei Sachen automatisch. Er invertiert das unser Bild und er spiegelt es. Weil wir müssen ja dann für den Druck das gespiegelt und invertiert auslasern. Eine weitere Einstellung, die man hier noch treffen kann, man kann die Flankensteilheit definieren. Hier gibt es drei Möglichkeiten, flach, mittel, steil. Das braucht, also man kann standardmäßig auf Medium lassen, wenn man dünne Linien hat, die frei verlaufen, zum Beispiel die Umrahmung eines Stempels, da macht es Sinn, wenn man die Flanken auf flach gibt, damit einfach dieser schmale Steg des Stempelgummis eine Stabilisierung
von links und rechts hat. Und wenn wir das alles eingestellt haben, gehen wir auf OK, kommen wieder in das CorelDRAW Druckermenü zurück, das bestätigen wir noch einmal mit auf Drucken, also mit OK, und dann startet automatisch den Job Control. Bevor wir uns den Job Control anschauen, gehen wir aber zum Laser Cutter und richten hier alles ein. Als erstes starten wir mal den Laser Cutter bei der Totenanschaltung und dann legen wir das Material ein und fokussieren einmal. Wichtig ist, dass wir den Laser Cutter am Anfang noch geschlossen lassen. Für diese Initialisierungsfahrt muss die Klappe unten sein, muss geschlossen sein, sonst können wir nachher nicht verwenden. Also da müssen wir noch abfahren. Das heißt, der Tisch fährt einmal ganz hinunter, fährt ins linke obere Eck und dann wissen wir, dass er initialisiert ist und dann können wir weiterarbeiten. Unsere Stempelgummi legen wir mal auf den Wabentisch und fahren dann mit dem Tisch hinauf, damit wir mit Hilfe des Fokusstifts fokussieren können. Wir haben hier unseren Fokusstift mit dieser kleinen Messingnase, legen wir den Fokusstift an, den Laserkopf an und fahren es mit dem Tisch langsam hinauf, bis der Fokusstift sich leicht verschiebt oder hinunterfällt, dann wissen wir, dass wir richtig fokussiert haben. Jetzt haben wir fokussiert. Jetzt können wir das Gerät schließen und sind bereit, den Laserjob zu starten. Wir haben jetzt, sind jetzt wieder im Job Control, verbinden jetzt den Computer mit dem Lasercutter. Da ist rechts unten ein kleines Symbol eines USB-Steckers. Und wenn wir den klicken, sehen wir jetzt gleich auf unserem Arbeitsbereich ein Fadenkreuz. Und das Fadenkreuz ist auch der Punkt, wo der Laserkopf steht. Das heißt, wir ziehen unseren Stempel zum Fadenkreuz, haben auch in der dritten Zeile von den Icons unser Material, unsere Voreinstellung noch einmal drinnen. Stempelgummi mit den Werten, die wir eingestellt haben. Können noch einmal mit dem Auge in der obersten Icon-Leiste überprüfen, ob unser Projekt stimmt. Wenn wir draufklicken, haben wir links in der Berechnungsleiste noch einmal die Werte. Wenn wir auf Aktualisieren gehen, dann aktualisiert er noch einmal die Werte. Auch wenn wir hier jetzt das Projekt normal sehen, der Job Control weiß, dass er es invertiert bearbeiten soll. Also das macht er automatisch. Und dann können wir auf Play klicken und er startet unseren Druckjob. Ist es der erste Druckjob, vergehen immer 15 bis 20 Sekunden, damit der Filter eine gewisse Vorlaufzeit hat, damit sich der Filter starten kann. Und dann startet er automatisch den Schneid- und den Gravierjob. Ja, der Lasercutter ist jetzt fertig. Gerade beim Stempelgummi lasse ich das noch ein bisschen absaugen, damit der Rauch sich ein bisschen verzieht. Dann können wir es aufmachen und können den Stempelgummi rausnehmen. Es ist hier relativ viel Staub noch drauf. Das werden wir dann abwaschen, beziehungsweise mit einem Putzfetzen ein bisschen abputzen, damit einfach dieser Staub vom Stempelgummi runterkommt und dann bauen wir es in den Stempel gleich ein.